Echt, ist ja übel. 40 Herstellungskomponenten, ja gut, okay, dann kann ich hier 170 schon mal rausnehmen. Metallgerüst 50 Stück. Das ist einiges, ne, was man dafür braucht. 4 Motor, 5 Computer, mhm. Wo ich jetzt Computer? Und dann nochmal Stahlplatten. Ja, super. Haben wir noch genug? Ja, gut, das passt doch. Sehr schön. Na los, Dalli, Dalli. Ich brauche da noch mehr von. Ja, ich glaube, 600 waren es insgesamt, die benötigt. Ja, 600. Krass. Echt krass, ey. So. Dann hoffen wir, dass das alles funktioniert. Das wird so ätzend. Ich muss vor allem jetzt erstmal die Verteidigung kurz ausstellen. Den Jet wegfliegen. Nicht, dass das hier runterkracht. Oh, da fängt schon an. So, ich drehe das mal hier weg. Einfach nur. So, halt, stopp, 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 stopp. Genau. Wunderbar. Nicht, dass da irgendwas passiert, sondern müssen wir den Jet jetzt hier mal ein bisschen beiseite stellen. Ich glaube, der Jet ist ja eigentlich nicht das Problem, ne? Hallo? Energie, bitte. Ich frage mich, warum das manchmal so ein bisschen braucht, ne? Ah, okay. So, landen wir den mal einfach mal hier. So, schwupps. Machen wir hier vorne hier. Sieht ja relativ sicher aus. Eigentlich. So. Hier ist ja sonst auch nichts weiter. Ah. Bisschen miserabel. Ach, so ist besser. Aha, jetzt hat er mich entdeckt und macht das Tor auf. Naja, soll er machen. Ist eh egal. Gut, das heißt, jetzt haben wir halt das hier, aber das ist egal. Das sollte funktionieren. Jetzt müssen wir hier noch ein Cockpit installieren. Dann hätten wir das auch. Ja, nehmen wir wieder so eins. Oh oh, gar nicht gut. Gar nicht gut. Warum auch immer. Interne Panzerung, okay. Ich glaube, das geht gleich nach hinten los. Naja, wenn das Cockpit dran ist, sollte es eigentlich funktionieren. Ich glaube, der kommt hier dagegen, oder? Kann es sein, dass er dagegen kommt? Warte mal. Wir können das ja hier einstellen. Warte mal, Neigung oben müsste das sein. So, Neigung oben. Genau. Nee, Neigung oben, das ist es. Jetzt hoffe ich, die Richtung ist gut. Okay, okay, okay. Gut, das heißt, wir machen 1. Mhm. Und sagen oberes Limit. Darf er gut und gerne mal so ein bisschen sich neigen, ne? So, sagen hier dann 0. Wunderbar. Sehr gut. Herrlich. Tag gerettet. Ja, mehr oder weniger. Eieieiei. So, Motor. 100 Computer. Aha, 10 Anzeigen. Mhm. 100 Computer. Und Anzeigen waren, glaube ich, 10 Stück, ne? Ja. Ich hoffe, das funktioniert dann, so wie ich mir das vorgestellt habe, mit dem Neigen und allem drum und dran. Ach, 10 Panzerglas noch. Ah, okay, okay, okay. Ich glaube, die haben wir auch noch. Puh, sogar genau 10 Stück. Alter Schwede. Wahnsinn.
Okay, wir haben ein Problem. Das ist echt nicht gut. Okay. Übel, Mann. Hör doch auf. Okay, Neigung unten müssen wir, glaube ich, mal festmachen. Warte mal, Neigung unten. Genau. So. Jetzt locker lassen. Ob das hilft. So, wie ist es jetzt hier? Welche Geschwindigkeit erhöhe? Okay, gut, das ist in Ordnung. Dann müssen wir, glaube ich, den unteren auch mal ganz kurz sich ein bisschen bewegen lassen. Okay, er hat sich beruhigt. Sehr schön. Also ich denke, wir werden es so machen müssen, dass wir hier unten das dran setzen, damit man das hier neigen kann. Und den oben machen wir dann per Hand. Also dass wir das dann praktisch händisch neigen. Ist unser, ja. Das ist, glaube ich, am besten. Mhm. Ja, ich befürchte, das ist die einzige Alternative. So, mal gucken, wie machen wir das denn jetzt am ungünstigsten? Ja, ist eigentlich egal. So, die 9. Also jetzt muss halt hier dran. Nicht mal ausprobieren. Weil das müsste eigentlich funktionieren. Dann sollten wir ja nur das hier hinten steuern. Das heißt, das muss ich aber auch wegnehmen. Das muss ich dann da unten dran setzen. Einfach so abartig viele Ressourcen. Ja, das ist echt der Wahnsinn. So. Genau, das semmel ich dann mal hier so an die Seite ran. Genau. Sehr schön. Warum auch nicht? Kann an der Seite rangesammelt werden, ne? Mhm. So. Gut. Das funktioniert. Mhm. Achso, halt, warte mal. Jetzt muss ich hier rein, theoretisch. Muss ich ja jetzt dann sagen, bei der Neigung unten, volle Verfügbarkeit. Kein Limit in die Richtung und kein Limit in die. Okay. Ha. Wenn ich das jetzt da oben auch sage, was passiert dann? Achso, warte mal. Neigung oben, Neigung unten. Kraft ist okay. Obere Grenze auch immer hier, wenn ich jetzt das hier mache. Ja, guck mal, hier irgendwie funktioniert das nicht so richtig, ne? Was will er denn da steuern? Er dreht sich auch nicht. Ist irgendwie doof. Müssen wir vielleicht dann doch so wieder drüben machen. Dass wir dann den entscheidenden Arm dann irgendwie steuern. Ja, ich glaube, das ist besser. Oder? Ja, also das müssen wir noch ein bisschen anders konstruieren. Da bin ich so jetzt nicht mit zufrieden. Wobei, man müsste es jetzt eigentlich nur drehen, ne? Das ist an sich eine coole Konstruktion, aber es lässt sich nicht bewegen. Warum nicht? Oder wir setzen jetzt das Cockpit da oben dran. Warte mal. Wir haben jetzt... Halt, warte. Kurz reingehen. Motor. Motorkran nachtanken. Das hier. Wie sieht's aus? Unbegrenzt. Bremswirkung mal runternehmen. Und leicht. Okay. Wenn ich jetzt mich bewege. Ja, ich
kleines... Achso, oh, so kann ich drehen. Ah. Okay, das ist ja gut. Okay, somit kann ich also drehen. Das ist okay. Ist ja sehr gut sogar. Aber bloß die Position ist ätzend. Das heißt, das Ding muss ich nochmal umsetzen. Ich sehe sonst nichts. Ja, setzen wir mal kurz um. Genau, das setzen wir wirklich hier oben dran. Ach, jetzt habe ich sie wieder weggepackt. Och, komm schon. Nee, das nicht. Hier das. Nein! Nein! Ah! Ja, super. Oh, fast selbst geschrottet. Nervig. So. Nee, nicht das, die neuen. So. Schlimm. Ich frage mich bloß, warum es jetzt seitenverkehrt war, aber ist eigentlich egal. Achso, jetzt kann ich wieder nichts bewegen? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum kann ich das jetzt nicht bewegen? Weil da jetzt nichts dran ist, oder was? Hä? Oh, ist das nervig. Okay. Okay, okay, okay. Das Spiel möchte mich veralbern hier an der Stelle. Das ist extra nicht das andere Wort. Gut, kann ich vielleicht darauf das Cockpit setzen? Natürlich nicht. Aber ich könnte hier eine Kiste machen. Also wenn ich jetzt praktisch, sagen wir mal, das Ganze so mache, genau. Sehr gut. Stahlplatten? Echt? Komm schon. Oh, das so, genau. Und dann... Mhm. Bisschen drehen. So, genau. Wunderbechenhaft. Da habe ich eine bessere Sicht. Dann lässt sich das besser justieren, das Ganze. Schwere Geburt, ne? Nur für so einen Kran an der Stelle. Letztendlich, wenn das jetzt nicht klappt, machen wir den genauso wie den anderen. Ach, guck mal, jetzt kann ich das sogar so drehen. Ah, okay. Gut, das funktioniert jetzt nicht, aber ich kann wirklich so drehen. Das ist wunderbechenhaft. Hier, sehr schön. So. Wir sehen das hier. Mhm. Könnt ihr mal gucken, ob ich die Bremswirkung von diesem Motor da hinkriege. Haben wir den noch irgendwas einen Motor genannt? Ja, hier, das hier ist das, ne? Ja. Wenn ich jetzt sage, ich mache da eine Bremswirkung rein. Die Kraft vielleicht auch hier. Ja, dann pendelt der jetzt nicht so doll. Das ist okay. Wenn wir jetzt die Kraft so stark lassen. Na gut, der soll ja immer in Waage bleiben. Also das heißt. Ja, machen wir so, mal gucken. So, wenn ich ihn jetzt drehe. Ah, guck mal hier. Ganz leicht nur noch, ne? Ja, sehr gut. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Ich muss jetzt. Hier praktisch auf die 1 erstmal die entsprechenden Kolben legen. Was haben wir hier? Kolben 1, 2, 3. Nachladekran unten. Ja, das ist erstmal das erste. Das ist jetzt die Sache, wenn ich. So müsste es eigentlich auch gehen.